Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch einen Heli-God-Mode-Glitch zeigen. Der ist wirklich sehr einfach, geht ganz schnell und ihr braucht dafür auch einfach nur einen Freund. Ihr müsst auf jeden Fall schon mal so vorbereiten, dass ihr den Freund nur mit Doppel-PSN drücken einfach beitreten könnt. Dafür geht ihr einfach aufs Profil. Und ja, euer Freund muss dann einen Job starten, und zwar den Job erreiche den Höhepunkt direkt vorne am Casino. Das ist ganz wichtig, es muss auf jeden Fall dieser Job sein. Ist euer Freund dann in diesem Job drin, dann können wir auch schon direkt losstarten. Fordert einfach euren Helikopter an und steigt dort ein. So, seid ihr dort eingestiegen, dann müsst ihr euch einmal zum Casino begeben. Oben auf dem Casino-Dach, da ist ja ein Heli-Landeplatz. Dort müsst ihr euch einmal hinbegeben, und wenn ihr dann dort die Meldung bekommt, dass ihr rechts auf dem Heli-Landeplatz landen könnt, ihr drückt dann einfach einmal rechts und müsst dann sofort eurem Freund beitreten. Einfach rechts drücken, eurem Freund beitreten, X durchspammen und warten dann, bis ihr ins Jobmenü reingeladen wurdet. So, seid im Jobmenü drin, sagt ihr eurem Freund Bescheid, dass er den Job verlassen kann. So, ist dann euer Freund raus, dann könnt ihr auch ganz einfach dann den Job verlassen. So, als nächstes müsst ihr euch dann wieder oben aufs Casino-Dach begeben. Fordert einfach dann eine Kosatka an, also den Sparrow an von der Kosatka oder ja irgendein anderes Fahrzeug. Begebt euch einfach oben aufs Casino-Dach. So, seid ihr dann oben im Casino-Dach angekommen. Seht ihr, dass der Helikopter noch da ist. Der Motor läuft noch, ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes müsst ihr irgendeine Haftbombe oder eine Granate gegen den Helikopter werfen. Ich habe in meinem Fall gerade eine Haftbombe genommen. Einfach die Haftbombe zünden, Helikopter zum Explodieren bringen. Und ab jetzt ist der Helikopter im God-Mode. Ihr seht, unser alter Charakter, der sitzt immer noch im Helikopter drin. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Zeichen. So, einfach einsteigen. Und nun können wir auch schon direkt testen, ob wir jetzt im God-Mode drin sind. Ich kann hier einfach mal gerade gegen ein Haus gegenfliegen. Und jetzt müsste im Normalfall nichts mehr passieren. So, ihr seht, kann einfach gegen das Haus fliegen, es passiert nichts. Der Helikopter ist im God-Mode. Ihr seid allerdings jetzt nicht komplett im God-Mode, das heißt, ihr könnt noch rausgeschossen werden. Allerdings können euch die Gegner nicht mehr anvisieren. Und die Gegner, die sehen auch nicht, dass ihr in einem Helikopter drin sind. Für die Gegner sieht es so aus, als ob ihr einfach durch die Luft fliegt. Ohne Helikopter. Ist total witzig auf jeden Fall. Und Leute, ich hoffe, das kleine, feine Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.